Ja, hallo, ich halte heute meine chaotische Viertelstunde über etwas, worüber ich mich schon viel länger mal informieren wollte, aber es immer wieder ein bisschen verschoben habe, und das ist so mein Weg, mich ein bisschen zu zwingen, mich mal damit auseinanderzusetzen. Ich fürchte, es wird relativ trocken, weil ich musste all die lustigen Dinge rausschmeißen unter das Für zu weit. Und deswegen mache ich heute wirklich nur die absoluten Basics. Und wenn mir danach noch Leute zuhören wollen, würde ich irgendwann nochmal eine zweite und vielleicht eine dritte chaotische Viertelstunde dazu machen. Also es wird spannender. Also gut, was ich heute vor allem erzählen will, ist die Bundesebene. Also ganz einfach, was ist die Legislative, was ist die Exekutive und die Judikative. Und dann würde ich auch gleich anfangen mit der Legislative, das ist der Kongress. Der besteht aus zwei Kammern. Und ich werde vermutlich sehr viel ablesen, weil es war sehr, sehr viel neue Informationen in den letzten paar Tagen. Und das habe ich nicht alles im Kopf. Naja, egal. Jedenfalls, der Kongress besteht aus zwei Kammern. Das eine ist der Senat und das andere ist das Repräsentantenhaus. Der Senat und das Repräsentantenhaus unterscheiden sich in Größe und Organisationsstruktur. Es gibt 100 Senatorinnen und Senatoren im Senat. Da gibt es dann zwei pro Bundesstaat, werden dorthin geschickt. Die Amtszeit beträgt 6 Jahre. Und die Aufgaben des Kongresses, also des Kongresses insgesamt, ist einmal die Gesetzgebung, die teilen sich Senat und Repräsentantenhaus, die Kontrolle der Exekutive teilen sich auch beide Kammern. Eine Aufgabe, die für den Senat speziell ist, ist, der Präsident ernennt ja Bundesrichter, Verwaltungspersonal und Botschafter und Regierungspersonal, und die müssen alle vom Senat bestätigt werden. Das heißt, das ist, was der Senat macht. Er bestätigt die Bundesrichter, die Botschafter und das Regierungs- und Verwaltungspersonal. So, außerdem kann der Präsident völkerrechtliche Verträge abschließen. Diese Verträge müssen aber vom Senat nochmal mit einer Zweidrittelmehrheit bestätigt werden. Und was der Senat auch macht, ist, er übernimmt einen Teil des Amtsenthebungsverfahrens. Genauer übernimmt er die Verhandlung, während die Aufgabe, das Amtsenthebungsverfahren einzuleiten, Aufgabe des Repräsentantenhauses ist. So, wie ist das Ganze organisiert? Es gibt eine Mehrheits- und eine Minderheitsfraktion im Senat, je nachdem, wie eben die Wahlen ausgegangen sind. Und beide wählen halt einen Führer, das ist einmal der Mehrheitsführer und einmal der Minderheitsführer. Beide haben ihnen unterstellt Whips. Dieser Begriff kommt aus der Fuchsjagd. Die Whipper-Ins haben die Hundemeute zusammengehalten. Und das ist auch so ein bisschen die Aufgabe der Whips, also sie erkunden sich so ein bisschen, wie steht es in der jeweiligen Fraktion, was ist die Stimmung für eine bestimmte Gesetzesvorlage, machen ein bisschen Werbung für die Position des Fraktionsvorsitzes und melden eben zurück, wie gerade die Stimmung so ist. So, ja genau, dann der Präsident des Senates ist der Vizepräsident. Der Vizepräsident hat aber kein Stimmrecht im Senat und er ist eigentlich auch nie da. Deswegen wird auch gleich ein Ersatzpräsident ernannt. Das ist dann der Präsident pro tempore. Der gehört der Mehrheitspartei an. So, genau. Jetzt ist aber die interessante Situation, ist, was passiert eigentlich, wenn es ein Stimmpart im Senat gibt? Das hatten wir jetzt letztens mit Betsy DeVos. Das war die Nominierte für die Secretary of Education. Da gab es, sie ist sehr umstritten, weil ihre Kompetenz ein wenig angezweifelt wird. Darüber kann man an anderer Stelle diskutieren. Jedenfalls gab es einen Stimmenpart von 50 zu 50, weil 48 Demokraten gegen sie waren und 2 Republikaner noch übergelaufen waren. Und in dem Fall hat der Vizepräsident dann doch ein Stimmrecht und seine Stimme entscheidet dann das PAD. Und Mike Pence hat seine Stimme dann zugunsten von DeVos abgegeben, sodass sie dann jetzt auch Secretary of Education ist. So, das Repräsentantenhaus ist wesentlich größer, da sind es insgesamt 435 Abgeordnete. Wie viele Abgeordnete ein Staat kriegt, ist abhängig von der Bevölkerungsanzahl in seinem Staat. Die Amtsdauer ist kürzer, die ist 2 Jahre. Und die Aufgaben teilt sich mit dem Senat, die
Gesetzgebung und die Kontrolle der Exekutive. Sie haben das Recht, Haushaltsgesetze zu initiieren. Der Senat muss sie immer noch bestätigen. Und dann nehmen Sie auch am Amtsenthebungsverfahren teil, nämlich als die Person, die das Ganze initiiert, also die rechtliche Institution, die das Ganze initiiert. So, wie ist das aufgebaut? Auch hier gibt es einen Mehrheits- und einen Minderheitsführer, die haben noch beide wieder Whips. Dann gibt es zusätzlich noch den Speaker of the House, das ist im Moment Paul Ryan, der gehört zu den Republikanern. Der hat die organisatorische Leitung im Kongress und er hat die politische Leitung der Mehrheitspartei, also der Republikaner. So, außerdem gibt es noch einen Geschäftsordnungsausschuss, der regelt die Zeitdauer und die Regeln für Plenardebatten. So. Und dann gibt es noch Kongressausschüsse, das ist nämlich ein Arbeitsparlament, das heißt, die parlamentarische Arbeit wird hauptsächlich in Ausschüssen getätigt und nicht im Plenum. Ich sage ja, es ist ein bisschen trocken. Also es gibt ständige Fachausschüsse. Sorry, ich muss jetzt einen Moment meinen Punkt wiederfinden. Ja genau, insgesamt gibt es im Repräsentantenhaus 19 ständige Ausschüsse, im Senat 16. Diese ständigen Fachausschüsse haben unter Umständen noch Unterausschüsse, davon gibt es insgesamt 141. Dann gibt es noch gemeinsame Ausschüsse des Senates und des Repräsentantenhauses, das sind insgesamt 4. Die Mehrheitsverhältnisse spiegeln sich in den Ausschüssen wieder, das heißt die Mehrheitspartei gibt auch den Vorsitz vor und hat auch die Mehrheit in dem jeweiligen Ausschuss. Beispiele für Ausschüsse sind beispielsweise Budget oder Agriculture. Ja. So, dann jetzt den Präsidenten. Da habe ich jetzt vergessen, den zuzuschreiben, wer es ist, fällt mir gerade auf, aber ich glaube, das habt ihr alle mitgekriegt. Also der Präsident ist der Regierungschef und im Gegensatz zu der Bundesrepublik Deutschland ist er in Personalunion auch noch das Staatsoberhaupt. Er ist der Chef der Exekutive. Er nimmt am Gesetzgebungsprozess insofern teil, dass die Gesetzesvorlagen, die den Kongress passiert haben, ihm nochmal vorgelegt werden und die er erst dann unterschreiben muss oder sein Veto einlegen kann. Er hat selber auch das Recht, Gesetzesinitiativen vorzuschlagen, aber darauf muss der Kongress gar nicht eingehen. So, er ist außerdem der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Allerdings ist er das auch nur mit Sternchen, weil er muss vom Kongress trotzdem die Haushaltsmittel dafür kriegen, für militärische Aktionen und solche Geschichten. Und außerdem ist es der Kongress, der den Krieg erklärt, aber das ist gerade in den letzten Jahrzehnten nicht mehr so ganz gehandhabt worden, dass es auch tatsächlich der Kongress ist, der das tut. So, er hat auch, wie gesagt, das Recht, völkerrechtliche Verträge abzuschließen. Diese müssen aber nochmal dem Senat vorgelegt werden und die müssen mit einer Zweidrittelmehrheit dann zugestimmt werden. Und er kann eben nur durch so ein Amtsenthebungsverfahren aus dem Amt gebracht werden. So, was ich vergessen habe, mit auf die Folien zu schreiben. Er nennt die Beamten des Bundes und die Bundesrichter. Die müssen aber wiederum nochmal vom Senat bestätigt werden. Und dann kommen wir auch schon zum Vizepräsident. Über den gibt es gar nicht so viel zu sagen. Das ist aktuell Mike Pence. Der Vizepräsident hat keinen besonders klar umrissenen Aufgabenbereich. Er kann auch keine selbstständigen Entscheidungen treffen. Er ist im Prinzip davon abhängig, ob der jeweilige Präsident sich entscheidet, ihn in das politische Tagesgeschäft mit einzubeziehen oder nicht. Er ist, wie gesagt, der Präsident des Senats und seine Rolle ist es eben, der Reservepräsident zu sein, falls der tatsächliche Präsident stirbt oder arbeitsunfähig wird oder zurücktritt oder eben des Amtes entzogen wird. So. Genau. Dann gibt es das Kabinett. Das ist das Beraterteam des Präsidenten. Die Entscheidungen, die im Kabinett getroffen werden, sind für den Präsidenten nicht bindlich. Und das Kabinett besteht aus, das Grundkabinett besteht aus dem Vizepräsidenten und den Secretaries, aber der Präsident kann auch entscheiden, weitere Personen dazu zu nehmen. Aktuell sind im Kabinett 14 von den potenziellen Mitgliedern bestätigt. 7 warten noch auf ihre Bestätigung und einer hat eben seine
Anfrage zurückgezogen. Das war Putzter, der sollte Secretary of Labor werden. So, dann gibt es die Präsidialbehörde, von der hatte ich vorher noch nicht gehört. Das heißt dann offiziell das Executive Office of the President. Das sind verschiedene Fachabteilungen, die dem Präsidenten in verschiedenen Politikfeldern zuarbeiten. Dazu gehört der National Security Council, von dem habe ich vorher schon mal gehört. Dem gehören als Stamm wiederum an der Vizepräsident, der Secretary of State, der Secretary of Defense, der nationale Sicherheitsberater des Präsidenten, der Vorsitzende des Joint Chiefs of Staff und der Direktor der National Intelligence an. Außerdem kann auch da der Präsident weitere Personen dazunehmen. Also das hat er letztens dann auch mit Steve Bannon getan. So, dann gibt es noch den nationalen Sicherheitsberater. Das ist eben auch ein Berater des Präsidenten, auch ein relativ wichtiger Berater. Den muss er sich tatsächlich nicht vom Senat bestätigen lassen und das ist aktuell McMaster. So, der ist auf diese Position nachgerückt, nachdem Flynn zurücktreten musste. So, dann gibt es das White House Office. Das ist gerade in meinen Notizen ein bisschen untergegangen. Also das White House Office ist der... Wo haben wir es denn? Exekutive, Sozialbehörde. So, das ist der persönliche Mitarbeiterstab des Präsidenten. Es sind so circa 400 Mitarbeiter. Und unter anderem gehört dazu eben auch die Presseabteilung und der Pressesprecher und das ist Sean Spicer im Moment. So, dann kommen wir zu den Departments. Die Departments erledigen eigentlich die Aufgaben, die man sich hier in Deutschland unter Ministerien vorstellt und sie werden von den Secretaries geleitet, die aber nicht die Aufgabe übernehmen, die hier in Deutschland traditionell einem Minister zufällt, weil sie eben in diesem Kabinett eher eine beratende Funktion haben. So, die Department of State, da gibt es aktuell 15 davon, die sind aber nicht alle, also die Zahl ändert sich. Das Department of State beispielsweise, das ist das vergleichbar mit dem Außenministerium, das gibt es seit 1789. Das ist momentan Tillerson, der Secretary of State. Das Department of Defense gibt es erst seit 1947. Das ist das Verteidigungsministerium im Prinzip. Und dann, da ist James Mattis der Secretary davon. Dann gibt es das Department of Homeland Security. Das wurde 2002 gegründet als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September. Und das ist aktuell Kelly. So, die Secretaries können vom Präsidenten mehr oder weniger beliebig entlassen werden, aber sie müssen vom Senat eben bestätigt werden, wenn sie dann wird. Dann gibt es noch die unabhängigen Bundesbehörden, da ist einmal zum Beispiel die Environmental Protection Agency, die setzt die Umweltschutzgesetze um, dann auch beispielsweise die Central Intelligence Agency, ich glaube, was die macht, muss ich nicht weiter erläutern. Und dann gibt es noch Regulierungskommissionen. Diese Kommissionen gehen hin und auf der Basis von einem Gesetz regulieren sie eben einen bestimmten Wirtschaftsbereich, der für das öffentliche Interesse relevant ist, wie beispielsweise Luftverkehr oder Telekommunikation. So, da gibt es dann beispielsweise das Federal Communications Commission, die FCC, die nach ihrer eigenen Beschreibung regulates interstate and foreign communications by radio, television, wire, satellite and cable. So, die Mitglieder von diesen Kommissionen werden mit Zustimmung des Senates auch ernannt, aber im Gegensatz zu den Secretaries können sie nicht einfach entlassen werden. Und auch die Amtszeiten der Kommissionsmitglieder sind nicht deckungsgleich mit denen des Präsidenten. So, dann kommen wir schon zu den Bundesgerichten. Oh, das ging schnell. Also genau, das ist dann jetzt die Judikative, die Bundesgerichte. Und da muss ich jetzt den Bildschirm wechseln. So.
Genau, also es gibt insgesamt 94 Distriktgerichte. In jedem Einzelstaat gibt es mindestens ein Distriktgericht, aber je nach Größe des Staates kann es auch mehrere geben. Gegen ihre Urteile kann in Berufung gegangen werden. Und das getan wird, sind die 13 Courts of Appeals zuständig. 11 davon sind für mehrere Bundesstaaten zuständig. Einer ist nur für die Hauptstadt Washington zuständig und einer ist für die gesamten USA zuständig, aber nur in bestimmten Bereichen. So, dann gibt es noch den Supreme Court, das ist die letzte Distanz quasi, wenn also Berufung nach der Berufung eingelegt wird, dann kommt das zum Supreme Court und der muss aber nicht immer warten, bis dass die unteren Gerichte ein Urteil abgelegt haben, es gibt auch Fälle, in denen er die Erstinstanz, also die erstinstanzliche Zuständigkeit hat. So. Genau, also die erstinstanzliche Zuständigkeit bedeutet, dass er für diese Fälle zuständig ist. Das ist im Fall des Supreme Courts eben Fälle, in denen Botschafter, Gesandte oder Konsuln irgendwie Streitparteien sind oder Einzelstaaten, sondern Berufungsinstanz ist er eben für die Entscheidung der unteren Bundesgerichte. Halte ich gerade ein bisschen kurz, weil ich mich selber mit diesem ganzen Jura-Zeug nicht so furchtbar gut auskenne und keine Dummheit in der Zeit will. So, wenn man also den Supreme Court anschreiben will, das geht auch, also es gibt drei Möglichkeiten, dass der Supreme Court tätig wird. Die erste ist eben, dass er selber zuständig ist. Die zweite ist, dass eine Bittschrift eingereicht wird. Und die dritte ist eben diese Berufung. Wobei die Bittschrift sich wiederum auch auf Entscheidungen des Court of Appeals bezieht. Wenn ich das richtig verstanden habe, also gibt es dort nicht so viele Unterschiede zwischen den beiden. Aber da seht ihr, ich bin mir etwas unsicher, da sage ich lieber nicht mehr zu. Jedenfalls, was der Supreme Court auch macht, ist Normkontrolle. Also er überprüft Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit. Und das muss er aber, also in der Regel bedeutet das halt, also es ist zuallererst mal eine Kompetenz oder beziehungsweise eine Zuständigkeit, die er sich selber auferlegt hat. Und das bedeutet halt, wenn es Streitigkeiten gibt, wo Kompetenzen liegen zwischen Bundesebene und Einzelstaatenebene und da oder beispielsweise zwischen genau, oder wenn die Exekutive und die Legislative über Kompetenzen nicht einig sind, dann wird eben der Supreme Court angerufen. Der Supreme Court hat aber auch die Möglichkeit, sich aus politisch brisanten Fragen so ein bisschen herauszuziehen, indem er sagt, okay, das da ist eine politische Frage und nicht eine rechtliche Frage, dafür bin ich gar nicht zuständig. Politische Fragen müssen die Exekutive und die Legislative untereinander klären und das nennt man dann auch die Political Question Doctrine. Und das ist aber gar nicht so wirklich festgelegt, was denn jetzt eine politische Frage ist. Das wird mehr von Fall zu Fall unterschieden. So, ein Beispiel für einen Fall, wo der Supreme Court dann ein Gesetz für nicht verfassungskonform erklärt hat, ist Roe vs. Wade. Das war jetzt in den letzten Wochen wieder etwas mehr in den Nachrichten. Deswegen habe ich gerade dieses Beispiel da genommen. Das war ein Gesetz aus Texas, was halt Abtreibung nur dann erlaubt hat, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Das hat der Supreme Court für nicht verfassungskonform erklärt und da die Rechte der Frauen gestärkt. So, jetzt hat der Supreme Court ein Gesetz für nicht verfassungskonform erklärt. Was macht man denn da? Also da kann der Kongress dann als gesetzgebende Instanz darauf reagieren. Also die erste Möglichkeit zu reagieren ist, wenn das Gesetz nicht verfassungskonform ist, ändert man das Gesetz. Die zweite Möglichkeit ist, man ändert die Verfassung. So. So, das ist aber nicht ganz trivial. So, also es gab insgesamt 27 Verfassungsergänzungen.
Fünf davon wurden initiiert, um die Urteile des Supreme Court zu negieren. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, die Initiative geht vom Kongress selber aus. Dann muss die Initiative erstmal eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern kriegen, was schon nicht ganz trivial ist. Und wenn sie die dann hat, dann müssen noch drei Viertel der Staaten zustimmen. Und das entweder die Einzelstaatenparlamente oder eben in einem speziell einberufenen Konvent. Oder die Initiative geht von den Einzelstaaten aus, dann müssen zwei Drittel der Einzelstaaten diese Initiative unterstützen. Dann gibt es ein Konvent und dann wird das Ergebnis davon wiederum zur Einzelstaatenabstimmung gestellt und dann ist dort das gleiche Verfahren, wie wenn die Initiative vom Kongress ausgegangen wäre. So, und bisher war es so, dass alle 27 Verfassungsergänzungen ihren Anfang im Kongress genommen haben. 10 davon sind die berühmten Bill of Rights, die sind als Paket verabschiedet worden. Und die Verfassungsanhänge, Zusätze werden einfach angehängt und die Artikel, die halt nicht mehr gültig sind, werden einfach ignoriert. Und das ist mein Vortrag. Ja, ich bin fertig. Falls ihr mir noch Lust habt, nochmal zuzuhören, ich habe überlegt, falls ich einen zweiten Teil mache, würde ich mal diese Checks and Balances nehmen und halt auch, wie funktioniert eigentlich die Gesetzgebung. Und falls ihr dann immer noch Leute zuhören wollt, würde ich noch Föderalismus, Parteien und Interessenverbände erklären, weil sonst ist es halt kein Überblick über das politische System, weil da fehlen das Gewicht. Oh, und diese Quelle da, dieses Government Manual, das ist irgendwie nicht so ganz aktuell, also vielleicht habe ich ja was falsch gemacht, aber das sind doch die, also wenn ihr euch das anschaut, das ist ganz interessant, aber das sind alles noch Amtsinhaber von Obama, also das, ja, genau. Ja. Wenn es Fragen gibt, bin ich mich ein bisschen kompetent. Ich hatte eine Frage, aber ich habe sie vergessen, weil du viel erzählt hast. Ich muss einfach mal die Slides langsam von vorne lesen. Das ist ein Problem, was viele andere auch haben. Das ist einfach langsam. Rückwärts. Okay, 20 Slides kann man gucken. Ich habe bestimmt auch total viel vergessen zu erzählen, wenn ich so verbraucht bin. Enthebungsverfahren. Wer kann da was machen? Also kann der Senat da was anfangen? Oder? Ich habe mir das noch nicht so ganz genau angeguckt, weil ich das unter Checks and Balances verbucht habe. Gut. Dann gegebenenfalls. Aber es ist halt so, dass der Kongress muss es initiieren. Also der ist dann in Anführungszeichen der Ankläger und der Senat verhandelt dann darüber. Meinst du Repräsentantenhaus initiiert? Der spannende Teil ist auch der Senat. Normalerweise sitzt dem Senat der Vizepräsident vor. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man den Vizepräsidenten absetzen wollen würde. Deshalb ist bei Vizepräsidenten Präsident sitzt dem der Präsident des Supreme Courts oder wie auch immer der Vorsitzende Richter heißt, vor. Und leitet das Verfahren im Senat. Aber das Repräsentantenhaus initiiert, ich glaube, mit absoluter Mehrheit. Und der Senat stimmt dann mit 2/3 Mehrheit. Ja, das stimmt. Abhängig von der Bevölkerung.
feste Limits, wo klar gesagt wird, wenn der Bundesstaat N Einwohner überschreitet, kriegt er so viel? Oder wird einfach gesagt, das Haus hat so viele Stimmen und wir verteilen jetzt gleichmäßig auf die Einwohner und dann... Also die Anzahl der Abgeordneten ist fest. Die ändert sich nicht. Also, genau, die Frage habe ich mir dann eben auch gestellt. Ich habe es nicht wirklich gefunden. Wahrscheinlich habe ich etwas überlesen. Ja, und genau, die nächste Frage wäre, wann wird das neu verteilt? Also quasi, ich denke mal nicht, dass während der Legislaturperiode das neu verteilt. Also die initiale Verteilung war auf von nee, das war es auch nicht, das war nichts gesagt. So. Also ich habe es gerade nachgelesen, es wird alle 10 Jahre neu festgelegt. Welche, also festgelegt für 10 Jahre. Weil es gibt ja keine richtigen Legislaturperioden, die ich im Kopf habe, sondern es wird ja immer ein Drittel neu gewählt. Ja. Thema Mehrheitenführer und Minderheitenführer. Das ist jetzt ja in der Praxis so, dass die dadurch, dass die USA ein First-Past-the-Post-Wahlsystem hat, konvergiert das notwendigerweise gegen ein Zwei-Parteien-System. Und das sieht man in den USA ja auch. Die haben ja de facto ein Zwei-Parteien-System. Ja. Aber wenn wir einen Mehrheitsführer, aber formal gesehen haben sie kein Zwei-Parteien-System. Ja. Ist dieser Mehrheitsführer und der Minderheitsführer. Wie sieht es dann aus? Eigentlich habe ich jetzt irgendwie drei Parteien. Wie setzt sich das zusammen? Ist der Mehrheitsführer quasi der Führer der Regierungskoalition oder kriegt jede Fraktion einen Führer? Auch das habe ich mich auch gefragt und leider nicht so detailliert herausgefunden. Okay. Das kann man nicht vor, glaube ich. Aber nee, es kam nicht vor, so also das ist ja für die Gewohnheitsrechte. Und das ist halt das Problem von dem Präsidialsystem, das die Regierung stellt. Das funktioniert halt anders als unser System zum Beispiel. Das ist richtig. Da hast du halt definitiv einen Oppositionsführer, das ist von der größten Oppositionspartei. Gut, das hast du in Deutschland ja auch. Na genau, in Deutschland. Ja, ja dort glaub, ist gibt es keine, dort gibt es keine, es gibt auch Präsidenten, die waren unabhängig. Ja, das war eine Frage. Das heißt, du hast keine Regierung, keine Opposition, das macht nicht. Ach so, in den Parlamenten hast du keine Regierung, keine Opposition so festgelegt. Ah ja, gut, das ist okay. Formell hast du das bei uns aber auch nicht. Hat doch Fraktionen schon. Ja, Fraktionen, aber wahrscheinlich. Es beschließen schon Fraktionenkoalition. Ja, aber die sind offiziell doch nicht Teil des aktuellen Legislaturabschlusses. Ja, willkommen hier. Diese ganzen Aufteilungen, sind die gesetzliche Fassung geschrieben oder haben die sich einfach Okay. Ich habe ehrlich gesagt die Verfassung nicht durchgelesen, weil ich da auch nicht über mir die Kompetenz sehe, die zu interpretieren, wie sie letztendlich interpretiert wird. Ich beziehe mich halt hauptsächlich auf dieses Buch und das, was ich halt in der anderen Quellen gefunden habe. Übrigens, die Regierungsseiten von den USA, also die sind wirklich sehr gut. Also da findet man auch Lernmaterial für bestimmte Themen, also so für Lehrer, wenn man sagt, okay, wir wollen den Kindern heute beibringen, wie unsere Verfassung funktioniert, dann ist da ein ganzer Lehrplan und Lesematerial, was man sich da ansehen kann, also das ist wirklich ganz gut gemacht eigentlich.